Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind in der letzten Folge in die geheime Bibliothek eingebrochen und sind jetzt aber noch nicht ganz unten angekommen. Mal schauen, was uns da so erwartet. Das muss der Weg sein. Aber wohin? Ich glaube, das müssen wir mit Feuer machen. Oder? Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Mein Gott. Incendio. Es ist also doch ein Buch. Revelio.
Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Sebastian? In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns! Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Krass. Der hat sich richtig für uns eingesetzt. Den Horizont.
Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Naja, eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich sah bei dem Buch noch zwei Erinnerungen. Noch ein Denkarium bei Godrics Herz. Der Mann, den wir gesehen haben, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hatte, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was werden Sie ihnen über Mr. Osricks Tod sagen? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Revelio. Hier sind so Truhen abgebildet, aber ich weiß nicht, was das heißen soll. Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schulchampion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht weiter zur Verfügung. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Gerade eine und darum bittet sie dich. Gut, dann treffen wir uns mal wieder mit ihr. Das ist die Weltkarte. Der Großteil der Karte ist von Nebel bedeckt, sodass du nur wenig sehen kannst. Dörfer sind kleine Gemeinden überall in der Welt. Warte, was war hier? Stopp. Die Professorin Fig und Weasley möchten, dass ich ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Oh mein Gott, jetzt kommt's aber hier, ne? Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Jetzt sind es aber auch ordentlich Aufträge.
Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir diese Schnellreiseziele möglichst schnell freischalten. Achso, da war das. Revelio. Stimmt, ich glaube, hier bin ich noch gar nicht rausgegangen. Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio. Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen. Ich muss nur noch kurz mit unserem Neuzugang reden. Ob Hippogreife wohl knöterig mögen? Liebe Frau Professor Garlick, wie überaus aufmerksam von Ihnen. Sie haben ja sicher sogar gemerkt, dass Erdbeeren meine Lieblingsfrüchte sind. Sie sind so süß, kein Wunder, dass die Muggel verrückt nach ihnen sind. Alles, was sie züchten, scheint von erlesenster Qualität zu sein. Vom Bitterwurz bis zu den Beeren. Ich hoffe sehr, dass meine liebe Nichte sich etwas von ihnen abschaut, während sie unterrichten. Lenora vergöttert sie. Ich bin mir sicher, das tun all ihre Schüler. Revelio. Wir können die ganzen Pflanzen sammeln, das ist schon mal gut. Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen.
Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche, Professor. Aus Hogsmeade mitgebracht. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Mal sehen, wie kann ich mein Flockenblumen-Arrangement abrunden? Laune des... Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank, wie Sie sicher aus Professor Sharps Unterricht wissen. 10 Minuten. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Okay. Revelio. Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Hallo. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du... Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja. Danke. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine... Wenn Hackett mich nicht aufgehalten hat. Revelio, hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Pff, typisch Slytherin. Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewerfen. Wir Gryffindors kämpfen ehrenhaft. Nichts für ungut. Tut mir leid. Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Los, hol ein paar Kohlköpfe. Aber pass auf deine Finger auf. Hab mal fast den Daumen verloren. Schwester Blaney hat ihn wieder dran gemacht. Aber glaub mir, das willst du nicht erleben. Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Revelio. Lenkpflaumen. Diese orangefarbene, rettichartige Frucht hängt kopfüber schwebend, während sie wächst. Einige glauben, sie kann die Fähigkeit steigern, das Außergewöhnliche zu akzeptieren. Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Fiese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotuble oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht auch allein, aber naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein.
Etwas Hilfe kann nicht schaden, selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Revelio! Das Wurzelgeflecht dieses im Zentrum des Gewächshaus stehenden Baumes ist so weitreichend und verschlungen wie die Kerker der Schule. Revelio. Was haben Sie jetzt vor? Und mit dieser nützlichen Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten, beende ich. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Zuhause. Revelio. Schon mein Gehör opfern muss. Damit etwas weg. Müssen wir es zuerst verstehen. Das gilt für Pflanzen. Völlig unfähig aussehen. Zu Recht natürlich. Ich verfolge derzeit keine Aufgabe. Das kann ja nicht so ganz sein. Koboldaufstand. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. V.
Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Sehr nett. Sehr nett. Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause behalten. Sollen Sie den Diptam schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust Ihrer Augenbrauen führen. Professor Sharps Aurorenabzeichen. Die Auroren bilden die magische Strafverfolgungsbehörde des Ministeriums und schützen die Welt der Zauberei vor allen möglichen Bedrohungen, insbesondere vor denen, die von der schwarzen Magie ausgehen. Dieses Aurorenabzeichen gehört Professor Sharp. Revelio. Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für einen weiteren Zaubertrank hole. Genial! Du, meine Freundin, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Warte mal, bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Behält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal, jedes Trollhirn kann einen Edurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau, wie erhofft. Ich brauche nur eine Fubafeder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Verkacken wir es uns beim Lehrer? Ich weiß nicht, Gareth. Ich will mich nicht mit Sharp anlegen. Ach was, Fubafedern sind nicht so wertvoll. Sharp merkt gar nicht, dass sie weg ist. Was machen wir? Ich überlege. Wir probieren mal, was passiert. Ich bring dir eine Fupa-Feder. Großartig. Warte, bis du siehst, was ich brauche. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Hoffentlich war das kein Fehler. Denken Sie daran beim Brauen von der Länge. Revelio. Stationen organisiert und ordentlich. Hier ist die Fupa-Feder, die du wolltest. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern.
Du solltest weiter an deinem Edorus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Kompetenz und Tränke sind zwei Dinge, die Zeit brauchen. Seien Sie geduldig und gründlich. Ein Zaubertrank, der die Verteidigung des Trinkenden erhöht, indem er mit dauerhafter Steinhaut bedeckt ist. Und jetzt das Malvenkraut und... Seltsam. Was ist da los? Moment, so war das... Derek, komm da! Was war das? Gut gemacht, Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Hol. Ich habe den Edorus-Trank gebraut, wie gewünscht. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Tut mir leid, Professor. Ich wollte nur einem Freund helfen. Wer Verantwortung für seine Taten übernimmt, ist bei mir wohl gelitten. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte stets daran, dass Sie noch keine Meisterin der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Ja, wir waren ehrlich, dann war das auch okay. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Ich glaube, kann man noch mal mit ihm reden, irgendwie? Eine interessante Stunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Professor Schaff war nicht erfreut, aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Sharp mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Ist das die Hauptmission? Ja. Revelio. Muss ich ihn lang? Ja. Mein Umhang wird noch das ganze restliche Jahr mit Gareth. Hallo, wie schön. Oh je, dafür bekomme ich... Ist alles in Ordnung? Oh, hallo, danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen.
Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Klingt ziemlich kompliziert, nur um keine Bücher tragen zu müssen. Vielleicht, aber einfach ist langweilig. Neue Zauber müssen ja irgendwo herkommen. Warum nicht von mir? Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Warum hat Amit Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Könnte ich, wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Lumos. Nervioso. Incendio. Ah, da müssen wir Feuer reinmachen. Revelio. Ich muss diese Bücher mit Akio heranholen. Akio! Geschafft. Fehlen nur noch 4. Gucken wir mal von hier oben, haben wir vielleicht bessere Übersicht, oder? Akio. Harry Pippin hat mich mit diesem Wundreinigungstrank beraten. Lesen kann so magisch sein wie zaubern. Warum begreifen Schüler das nicht? Wo ist das letzte Buch? Da ist es. Oh, fehlt mir jetzt doch noch eins. Kommt jemand mit zu Schnabel und Buch? Ich bin ja schon viel. Meine Freunde meinen, dass ich noch. Ich hab mich gerade, es wäre nur noch eins. Incendio. Nervioso. Ich hätte schwören können, es wären schon alle 5 gewesen. Da. Das ist das letzte. Heute war ein guter Tag. Zumindest ist Garrett das seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte, über meine perfekt gedünsteten Florfliegen verteilt. Ich musste meinen Kessel lernen und von vorne beginnen.
Er kann wirklich eine Plage sein, tut so, als wüsste er alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Sharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin mir sicher, dass er schon länger der Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Weasley Neffes wäre. Heute Abend gibt es wieder Dorsch, er schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischpaste immer noch lieber. Ist ja schon irgendwie eine goldige, ne? Hallo Cressida, ich habe deine Bücher inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh, danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Wenn deine Mitschüler nicht wissen sollen, was du wirklich denkst, solltest du dir eine Belohnung überlegen. Ha, das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Das würde ich nie tun. Ich wollte dir nur beibringen, vorsichtiger zu sein. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass jemand mein Tagebuch liest. Dass wir endlich erfahren haben, warum diese... Revelio. Ich hätte schwören können, da kommt jetzt so ein Zettel, was das ist. Ich habe den ganzen Sommer an einem Incendio. Revelio. Hörner wie dieses wurden von Kobolden während des Koboldaufstandes von 1612 verwendet, um Truppen zu sammeln und den Hexen und Zauberern mächtig auf die Nerven zu gehen. Dieses Horn wurde nach dem Ende der Rebellion hinter dem Wirtshaus Eberkopf gefunden, vollgestopft mit Gorgonzola-Stücken, vermutlich um es zu dämpfen. Revelio. Hier sitzen die schleimigen und doch melodischen Frösche, die dem Froschchor von Hogwarts bilden. Diese magischen Amphibien singen harmonisch mit 6 Stimmen und treffen den Ton dabei besser als die meisten Menschen. Revelio. Thank you.
Okay. Revelio. Accio. Revelio. Da ist so ein... Revelio. Revelio. Oh, da wäre es natürlich jetzt praktisch, wenn wir einen Besen hätten, ne? Überall sind Schlösser davor. Ja, komm, dann gucken wir uns auch mal ein bisschen die Gegend an. Ist ja auch nicht schlecht. Ach, hier war ich sogar schon mal. So ein Mist. Das sollte ich untersuchen. Revelio. Was haben wir denn hier oben Schönes? Ein Satz Werkzeuge, die so, kann man vermuten, verzaubert werden können, um alle Arten von Einrichtungsgegenständen für eine gemütliche Hütte zu schaffen. So groß, wie der Bewohner sie auch braucht. Revelio. Sonst gibt es aber, glaube ich, nicht mehr für mich.
So, Feuer zu Feuer. Revelio. Aber was ist das hier? Ich sehe überhaupt nicht das Symbol. Was soll denn das sein? Pflanze oder sowas? Toll. Das müsste aber auch mal herkommen. Wir haben schon mal jetzt irgendein Viech besiegt. Aber was wir hier reinmachen müssen, das weiß ich nicht. Incendio. Irgendwann werden wir es ja mal rausfinden. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Lasst auf jeden Fall mein kleines Kommentar für mich unter dem Video da und auch auf jeden Fall ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.